Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Ypos Finanzplanung darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Heute geht es um das Thema Gold, Update Gold, Königswasser oder Rauchbombe. Ich denke, ein Thema, was viele von Ihnen bewegt. Und hier wollen wir mal probieren, etwas Struktur in die Nachrichtenlage zu bringen, weil wir wurden doch überschwemmt mit Gerüchten, Verschwörungstheorien und zum Teil auch harten Fakten. Und nun gilt es natürlich, das alles mal in einen gewissen Kontext einzuordnen und natürlich auch zu schauen, welche Schlüsse sind denn aus diesen Bewegungen zu ziehen. Wenn wir uns zuerst die Preisentwicklung anschauen, dann müssen wir feststellen, dass Gold von seinem Hoch bei rund 1.900 US-Dollar wieder zurückgekommen ist. Danach haben wir eine monatelange Seitwärtsphase gesehen. Der grüne Chart zeigt das ja sehr schön. Und dann ging es doch hart und rapide abwärts. Der Goldpreis hat hier sehr schnell die 50-Tage-Linie durchschritten und die 200-Tages-Linie auch entsprechend. Also eine sehr harte und schnelle Bewegung. Und die Frage ist natürlich, was hat diesen Preisrutsch ausgelöst? Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Schwankungsbreite sehr untypisch ist für das Gold, da Gold zwar auch relativ stark schwankt, zum Beispiel wie der Aktienmarkt, aber Bewegungen von 9% an einem Tag sind statistisch doch eher ungewöhnlich und zeigen auch mal wieder, dass sich Preisbewegungen von Vermögenswerten weniger an der Statistik orientieren, als das vielleicht den meisten Risikomanagern gefallen dürfte. Königswasser, Sie wissen, Königswasser ist ja das Einzige, was Gold wirklich zerstören kann, eine Mischung aus Salzpetersäure und Salpetersäure. Deswegen habe ich es hier mal aufgeführt und die Frage muss natürlich gestellt werden: Was kann denn Gold wirklich gefährlich werden? Was kann denn diesen Trend, den wir ja seit einigen Jahren beobachten durften, also dass Gold positive Beiträge zur Entwicklung ihres Vermögens geliefert hat? Also wo sind denn hier die Probleme? Und ein Problem natürlich, wir beobachten weniger Stress im Finanzsystem. Das Vertrauen innerhalb des Bankensystems ist zurückgekehrt. Sie sehen diese massiven Aufschläge im Rahmen der Hypothekenkrise und der Insolvenz von Lehman Brothers. Und damals kein Vertrauen, die Notenbanken mussten einspringen. Und wenn Sie sich das nun hier mal betrachten für die verschiedenen Räume, ob das jetzt die USA ist, ob es da in der Eurozone ist oder auch in Großbritannien, von dieser Verunsicherung sind wir weit weg. Die Notenbanken haben hier einen guten Job gemacht, wenn man es so bezeichnen möchte. Und weniger Stress im Finanzsystem heißt natürlich auch weniger Absicherungsbedarf gegen akute Krisen im Finanzsystem. Man könnte auch ganz klar sagen, man vertraut hier momentan eher auf die Notenbanken als auf die goldenen oder silbernen Metalle. Auf der anderen Seite sehen wir auch fallende Inflationserwartungen. Das ist die Kurve, die Sie hier oben sehen, die weiße Kurve und unten in Orange dargestellt der Goldpreis. Und Sie sehen die Inflationserwartung, die wir hier ableiten aus der Preisverhältnissen von US-amerikanischen Staatsanleihen und inflationsgeschützten amerikanischen Staatsanleihen. Die gehen im Endeffekt auch nach unten. Das heißt, am Markt wird momentan eine geringere Inflationserwartung gehandelt. Und wenn diese Inflationserwartung fällt, dann heißt das natürlich auch, dass viele Investoren sich die Frage stellen, ob sie ein unverzinstes Edelmetall halten müssen oder ob man vielleicht doch nicht in andere Vermögensklassen ausweichen sollte. Vor allem natürlich, da die Aktienmärkte sich relativ robust gezeigt haben und ja auch andere Segmente des Anleihemarktes zumindest eine minimale Rendite ausweisen. Auch das Thema Hyperinflation, ja, damit lassen sich gut Bücher verkaufen, muss man ganz klar konstatieren. Meines Erachtens wird hier sehr viel Unsinn produziert und Vergleiche zu den 30er Jahren der Weimarer Republik oder auch dem Zweiten Weltkrieg. Hier muss man natürlich auch mal ganz klar sagen, die Situation ist mit heute nicht vergleichbar. Damals hatten wir zerstörte Produktionskapazitäten, damals hatten wir Probleme auf der Angebotsseite. Und die Situation haben wir doch heute bei weitem nicht. Und dementsprechend diese Parallelen der Hyperinflation hier auf die westlichen Industrienationen zu ziehen, meines Erachtens relativ, ja, unsinnig, aber nichtsdestotrotz, das Argument ist da gewesen. Viele waren beunruhigt, wenn sie eben über die Geldmengenausweitung und die Intervention der Notenbanken gelesen haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dieser sichere Hafen Gold auch dementsprechend gesucht worden ist. Nichtsdestotrotz, Sie sehen es mal hier dargestellt, in grün die Geldmenge der USA an der rechten Skala zu beobachten, aber auf der anderen Seite die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, ja, die läuft gegensätzlich. Mal ganz hart gesprochen, das ganze Geld kommt nicht wirklich in der Realwirtschaft an und das hat eben auch dazu geführt, dass wir typischerweise nicht mit großen Inflationsraten zu kämpfen haben, zumindest dann nicht, wenn man die offiziellen Zahlen zugrunde legt. Und das ist doch auch einer der Gründe, warum momentan Gold ein bisschen
bisschen in Zweifel gezogen worden ist und sich doch viele die Frage gestellt haben, macht es nicht Sinn, mein Geld anderweitig zu investieren, weil es könnte ja durchaus sein, dass die amerikanische Wirtschaft wieder Tritt fasst, es könnte durchaus sein, dass China keine wirtschaftlichen Probleme hat und der Immobilienmarkt nicht implodiert. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, Hyperinflation bisher Fehlanzeige, also konnte man noch drüber nachdenken, das Geld woanders anzulegen. Die Notenbankinterventionen haben aber nicht nur die großen Risiken, die man während der Finanzkrise identifiziert hat, reduziert, sondern man hat im Wesentlichen den Kapitalmarkt vollkommen verzerrt. Meines Erachtens sieht man das am besten an den Renditen für verschiedene Anleihen und Sie sehen es im Endeffekt mal hier, ob Sie deutsche Staatsanleihen nehmen oder ob Sie Staatsanleihen aus den USA oder Großbritannien nehmen, ob es Pfandbriefe sind oder Unternehmensanleihen. Überall sehen wir eine extreme Verzerrung. Der Begriff Gläubigerkrise, der trifft es hier meines Erachtens sehr gut. Sprich, der Gläubigerwelt für das Eingehen von Bonitäts- und Laufzeitrisiken nicht mehr entsprechend entschädigt und man muss doch hinterfragen, ob das noch marktgerechte Preise sind. Also, um es zusammenzufassen, ja, die Interventionen der Notenbanken zeigen sich in einer Beruhigung dessen, was man als Risikoindikatoren am Kapitalmarkt typischerweise misst. Ja, wir sehen, die Interventionen haben sich ausgewirkt auf die Preise für festverzinsliche Wertpapiere und sie haben mit Sicherheit auch den Aktienmarkt stabilisiert. Aber nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, momentan hier natürlich erstmal, das ein gewisser Belastungsfaktor für Gold. Und Sie sehen auch da mal dargestellt, die Inflation für Deutschland im Vergleich zum Vorjahresmonat lag bei rund 1,4%. Also das ist dann doch nicht der Stoff, aus dem Träume der Hyperinflation entstehen. Und dementsprechend hat sich hier eine gewisse Skepsis für das Edelmetall entwickelt. Auch die nächste Krise, die Währungskrise in der Eurozone, hier mal dargestellt die Tage-2-Salben innerhalb des Eurosystems. Diese sind ja durch Professor Sinn zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt. Nichtsdestotrotz, wenn wir es uns im Endeffekt im Chart mal anschauen, wir sehen, die Forderungen von Deutschlands gehen vom Hoch ein bisschen zurück. Die Verbindlichkeiten der Euro-Peripherie reduzieren sich ein wenig. Das natürlich immer noch auf niedrigem Niveau und wir sind noch weit von einer Normalisierung entfernt. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich klar machen, dass Preise am Kapitalmarkt und natürlich auch Preise für Edelmetalle auch immer relative Erwartungen ausdrücken bzw. ausdrücken. Und wenn Sie mit dem Weltuntergang gerechnet haben und einem ungeordneten Zerfall der Eurozone und das kommt nun nicht, da sich die Notenbank in der Eurozone entsprechend positioniert und mehr oder weniger für den Erhalt der Eurozone garantiert, dann sehen Sie eben, dass relativ gesehen zumindest Optimismus zurückkommt. Optimismus natürlich auch nur auf einer sehr geringen Basis. Aber das führt natürlich dazu, dass viele Anleger einen geringeren Absicherungsbedarf sehen. Gleichzeitig auch hier, ich hatte es eben schon mal angedeutet, was den Markt für verbriefte Kredite, also sprich für Staatsanleihen, Pfandbriefe und ähnliches betrifft. Deswegen sehen Sie hier mal die Zinsen, die Renditen, die momentan am Markt gehandelt werden für verschiedene Länder der Eurozone und Sie sehen es, Deutschland 1,2%, Frankreich 1,7% und auch die angeblichen Problemländer Irland, Spanien und Italien notieren irgendwo zwischen 3,7% und 4,5% und sogar Portugal liegt unter 6%. Man kann nun viel darüber diskutieren, ob das künstlich ist, ob das rein durch das Eingreifen der Notenbanken begründet ist, ob die Kapitalmarktteilnehmer hier einer Illusion aufsitzen. Ja, man kann relativ viel diskutieren und philosophieren. Auf der anderen Seite macht das natürlich Sinn, sich mal die harten Preise anzuschauen. Und die harten Preise, die gehandelt werden, die sehen Sie hier in der Übersicht. Und die zeigen noch relativ eindeutig, dass eine Entspannung eingekehrt ist. Und das bitte natürlich nur zu verstehen auf der Kapitalmarktebene und nicht auf der gesellschaftspolitischen Ebene, weil da haben wir die größten Herausforderungen noch vor uns. Und ich glaube, auch hier wird es noch erhebliche Probleme geben. Aber nichtsdestotrotz, die harten Fakten rein auf den Kapitalmarkt bezogen, die sind momentan nicht so angelegt, als dass sie ein großer Treiber für den sicheren Hafen Gold darstellen können. Dementsprechend mal ein Blick zurück. Sie sehen hier mal die in Orange die addierte Notenbankbilanz für die Eurozone, Japan, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. Und in Grün sehen Sie den Goldpreis in US-Dollar. Und Sie sehen typischerweise in den letzten Jahren hatten wir einen sehr starken Gleichlauf. Die Korrelation war sehr hoch. Das heißt, die Notenbankbilanzen haben sich ausgeweitet und dementsprechend ist der Goldpreis mitgestiegen.
Und was wir dann sehen, ist, dass bis auf die Eurozone die Notenbankbilanzen weiter gewachsen sind. Momentan liegt ja der Wanderpokal für die Notenbankinterventionen in Japan. Aber wir sehen im Endeffekt auch schon vor diesem massiven Ausverkauf in den letzten Tagen, ist der Goldpreis ja, hat sich entkoppelt, ist eher mal gefallen, obwohl die Notenbankbilanzen nicht so stark kontrahiert haben. Die Eurozone ist ja momentan noch die Notenbank, die sich am stärksten dagegen sträubt, hier stärker zu intervenieren und das den Amerikanern oder auch Japanern gleich zu tun. Und hier zumindest muss man die Frage sich stellen, ob ob diese Korrelation, dieser Gleichlauf wirklich gebrochen ist oder ob es nur ein temporäres Phänomen ist. Das Fazit an dieser Stelle: Die Interventionen der Notenbanken haben die an den Märkten sichtbaren Risiken massiv reduziert. Das muss man ganz klar so festhalten, egal ob Sie die Volatilitätsindizes betrachten, ob Sie Credit Default Swaps, also die Kosten für Ausfallversicherungen, mal analysieren, ob Sie sich die Bondrenditen für Bankanleihen anschauen und so weiter. Das, was man am Kapitalmarkt betrachten kann, heißt Entspannung auf niedrigem Niveau. Und die große Befürchtung, die wir ja alle hatten, dass eben die Interventionen der Notenbanken zu einer erhöhten Inflation führen, das ist aktuell nicht sichtbar. In der Eurozone sehen wir in der Peripherie eher die Probleme von Deflation, also fallenden Löhnen, fallenden Preisen, fallenden Vermögenspreisen, wie zum Beispiel am spanischen Immobilienmarkt. Und Sie haben es vorhin an den Inflationserwartungen auf die USA gesehen. Die Inflationserwartungen sind eher am Fallen. Wenn man typischerweise unterstellt, dass die Investition in Gold gleichkommt, eine Versicherung abzuschließen, also eine Versicherung für die anderen Teile des Vermögens und diese Risiken, die typischerweise das Vermögen bedrohen, eben Inflation oder Stress im Finanzsektor, diese Risiken werden jetzt durch die Notenbankintervention geringer, dann kann man natürlich auch erwarten, dass die Versicherungsprämie, die man zahlen muss, um sich gegen diese Risiken zu versichern, fallen muss. Und auch das ist das, was wir gesehen haben. Und das war ja auch der Grund dafür, warum wir Ende letzten vergangenen Jahres im Dezember 2012 gesagt haben, kurzfristig fehlen die Treiber für Gold. Also aus taktischen Gründen macht eine Investition momentan keinen Sinn. Aber strategisch, und das trifft ja einen Großteil unserer Anleger, strategisch gesehen gibt es an den Edelmetallen keinen Weg vorbei. Die gehören natürlich in eine gesunde und diversifizierte Vermögensstruktur. Sie sehen das große Aber. Letztendlich, diese ganzen Risikoindikatoren, die sind natürlich gefallen, weil man sich auf die Politik verlässt und hofft, dass die irgendwann mal auf einen vernünftigen Weg zurückkommen. Das ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss auf die Notenbanken, dass die immer da sind, wenn der Stress im System mal größer wird und alle Probleme, die entstehen können, doch hier wirklich in Liquidität zu ersäufen, beziehungsweise sonstigen unkonventionelle Maßnahmen durchzuführen. Und das muss man ganz klar sagen, das hat momentan funktioniert. Nichtsdestotrotz darf man sich weder auf die Politik, die hat aktuell wenig Vertrauen verdient in der Eurozone, noch auf die Notenbanken verlassen. Es könnte auch sein, dass die Notenbanken hier einen unerwarteten Shift in ihrem Verhalten zeigen und sich für die Zukunft vielleicht anderweitig verhalten oder der Markt das Verhalten der Notenbanken anders interpretiert oder dass wir alle zu der Erkenntnis kommen, dass die vorhandenen Risiken, die nach wie vor vielleicht unter der Oberfläche brodeln, falsch eingeschätzt werden. Und wenn man dieses Konglomerat betrachtet, muss man ganz klar sagen, dass physische Edelmetalle ihren Status als strategische Reserve auf jeden Fall behalten. Kommen wir nun zur Preisbewegung, die wir an den Märkten gesehen haben. Hier gab es viel Rauch und Verwirrung, relativ viel wurde voneinander abgeschrieben. Der typische Kampf hat mal wieder getobt zwischen den Goldbullen, die immer nur positiv für die Edelmetalle sind, und denjenigen, die gesagt haben, Gold ist ein totes Metall, zahlt weder Zinsen noch Dividenden. Wir haben es ja schon immer gewusst und deswegen haben wir auch die Versechsfachung im Preis nicht mitgenommen. Also, schauen wir uns mal die typischen Themen an, die wir hier als Rauchbomben hatten. Zypern verkauft sein Gold. Naja, also diese kolportierte Zahl von 10 Tonnen, die hier zur Diskussion stand, von den 14 Tonnen, die Zypern im Endeffekt hier hält, das ist natürlich ein Mickey-Maus-Wert im Verhältnis zu dem, was hier im Goldmarkt umgeht. Danach kam dann die große Diskussion, was passiert denn, wenn andere Länder wie Portugal, Spanien und vor allem auch das Schwergewicht Italien anfangen, hier Edelmetalle auf den Markt zu werfen, um ihre Staatsverschuldung zu reduzieren. Danach kam die Interpretation, dass ja große Banken die Edelmetalle zum Verkauf empfohlen haben. Ein erstes großes Haus, was bereits im Herbst letzten Jahres hier Edelmetalle zur Reduktion empfehlen hat, war BCA, also Bank Credit Analyst aus Kanada.
Dem hat sich dann die Credit Suisse angeschlossen. Dann folgten im Januar, Februar diesen Jahres die Société Générale, die eine meines Erachtens sehr gut ausgearbeitete Studie zum Thema Gold herausgebracht hat und deren Message auch ganz klar war: Bei Gold fehlen momentan die Treiber, die Preise werden eher fallen. Und nicht zuletzt kam dann Goldman Sachs. Bei denen hat es nicht ausgereicht, dass sie zum Verkauf bestehender Positionen raten. Nein, die haben mal direkt empfohlen, Gold leer zu verkaufen, also sprich ungedeckt auf einen fallenden Edelmetall- und Goldpreis hier zu spekulieren. Dazu kommt die Manipulation am Terminmarkt, das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Und am Ende, Sie sehen es, das abgedroschene Argument, Gold zahlt weder Zinsen noch Dividenden. Nun ja, jetzt kann man mal ganz böse sagen, wenn Sie für eine deutsche Staatsanleihe 10-jähriger Laufzeit 1,2% bekommen, Sie haben Transaktionskosten und Steuern, dann ist der reale Kapitalerhalt bei 1,4% Inflation auch nicht mehr möglich. Und dazu kommt noch ein Bonitäts- und ein Zinsänderungsrisiko. Wenn wir uns dann die Preisbewegung mal genauer betrachten, dann schauen wir uns doch mal kurz dieses Argument an. Die ärmeren Länder, in Anführungsstrichen ärmer, in der Peripherie würden ihre Edelmetalle verkaufen. Nun ja, schauen wir uns mal kurz an. Für Italien Staatsverschuldung offiziell 1,6 Billionen Euro. Das natürlich ohne die ganzen Verpflichtungen aus dem Renten- und Sozialsystem, weil die will ja keiner zeigen, das wäre irgendwie deprimierend. Die Goldreserven nach diesem Kursrutsch in Höhe von 2.461 Tonnen mal bewertet mit heutigen Goldpreis, da kommen Sie auf einen Gegenwert von 81 Milliarden Euro, also rund 5% der Staatsverschuldung könnten Sie damit reduzieren. Ich muss ganz klar sagen, ich halte diese Idee, dass Staaten, die möglicherweise in einer sich verschärfenden gesellschaftspolitischen Krise oder aufgrund von politischen Bewegungen aus dem Euro austreten könnten, wirklich ihr Gold verkaufen würden, also sprich den Stabilitätsanker, den sie haben, sofern sie später eine eigene Währung ausgeben müssen, um jetzt ein bisschen Schulden zu tilgen von ein paar Prozent. Meine Damen und Herren, da muss ich ganz klar sagen, das halte ich für absolut lächerlich. Dazu wird sich kein Land zwingen lassen. Und wir wissen ja auch, Zypern, das sind bisher nur Diskussionen. Verkauft wurde da meines Erachtens bisher nicht besonders viel. Deswegen, viel spannender wird es, um die Preisbewegung zu erklären, wird es am Terminmarkt. Und Sie sehen im Endeffekt hier mal dargestellt, in dem weißen Chart sehen Sie die Entwicklung des gehandelten Preises. Hier unten in Orange sehen Sie die Ausschläge für das Volumen. Und hier muss man sagen, hier wurde schon richtig Volumen gehandelt. Also teilweise 80% einer Jahresgoldproduktion wurden ja auf den Markt geworfen. Und die gängigste Interpretation meines Erachtens, die das beschreibt, die sieht wie folgt aus. Sie hatten zum einen die Thematik, dass die Banken Verkäufe empfohlen haben. Ja, das haben wir gesehen. Aber die Stärke der Bewegung, die hat sich vor allem damit erklären lassen, dass der physische Handel gewisse Probleme hatte. Hier gibt es Gerüchte und Spekulationen darüber, dass der physische Handel aufgrund von Computerproblemen nicht wirklich funktioniert hat. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Händler und Sie sehen auch den Goldpreis, sehen Sie hier in weiß, wie der nach unten geht und Sie würden vielleicht auch mal ein bisschen physische Bestände verkaufen. Aber sie können nicht, weil das Computersystem nicht funktioniert. Dann werden sie im Endeffekt erstmal am Terminmarkt agieren, werden am Terminmarkt auf fallende Preise setzen, um damit ihre physischen Positionen zu schützen. Und wenn das natürlich viele tun, dann bekommen sie einen sich selbst verstärkenden Effekt nach unten. Dann springen Trendfolger und Momentum-Trader natürlich auch auf diesen Trend mit drauf und schon haben sie eine Bewegung, wie wir es in der vorletzten Woche freitags gesehen haben. Wenn es dann noch dazu kommt, dass viele Spekulanten hier natürlich Margin Calls bekommen, also von der Terminmarktbörse aufgefordert werden, ihre Positionen entsprechend mit Geld aufzufüllen oder es werden Positionen glattgestellt, dann ist das übers Wochenende vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger und dann kriegen sie am Montag eine Situation, wie wir es gesehen haben, mit minus 9%. Also das ist doch eine relativ meines Erachtens plausible Erklärung, warum wir diese Bewegung gesehen haben. Warum und wer da einen Nutzen davon hatte, das möchte ich hier gar nicht großartig kommentieren. Nichtsdestotrotz muss man noch sagen, eine sehr ungewöhnliche Bewegung, die man doch zumindest mal als merkwürdig bezeichnen darf. Interessant wird es weiter, wenn man sich mal die Terminmärkte anschaut. Hier mal die COMEX und Sie sehen mal hier unten in der grün dargestellt die Registered Stocks und die Eligible Stocks. Also die Registered Stocks, das ist das, was in den Warenhäusern der Terminmarktbörse lagert, die ganz klar über die Barrennummern den Investoren zugerechnet sind. Die Eligible Stocks können ein bisschen hin und her geschoben werden, letztendlich. Und dass beide gleichzeitig in dem Maße so stark fallen, ist doch etwas untypisch. Und
Möglicherweise auch hier die Angst vor Enteignung im Rahmen der Zypern-Enteignung bei den Bankkonten. Und das wird noch etwas klarer, wenn wir das mal hier anschauen. Das sind die Gesamtlagerbestände im Zeitablauf Januar 2011 bis April 2013. Und Sie sehen, die Lagerbestände fallen. Das heißt, Investoren haben im Endeffekt hier aus den Warenhäusern der Terminmarktbörse Gold und Edelmetalle insgesamt abgeholt und haben sie eben physisch direkt bei sich im direkten Zugriff gelagert. Und Sie wissen ja, an den Terminmärkten, auch hier gibt es ja durchaus die Lieferung in Metall und hätten viele jetzt hier mal ihre Optionen oder Form wirklich ausüben gewollt oder hätten zumindest versucht, diese auszuüben, hätte es vielleicht zu einer Knappheit des physischen Modells an der, des Metalls an der Terminmarktbörse kommen können. Also relativ interessanter Zusammenhang und es zeigt doch auch, wie nervös die Investoren doch sind, was das Thema Enteignung betrifft, wenn es hier zumindest dazu kommt, dass an der Terminmarktbörse wirklich die Warenhäuser reduziert werden. Auf der anderen Seite eine extrem ungewöhnliche Beobachtung. Ich habe Ihnen hier mal Bilder mitgebracht, die wir übers Internet gesammelt haben. Und das sind im Endeffekt verschiedene Edelmetall-Shops. Und ob es jetzt in Macau war, in Singapur, Bangkok oder auch Sydney. Und die privaten Investoren, die Kleinanleger, wie sie ja umgangssprachlich genannt werden, das trifft mich übrigens auch, ich bin auch ein Kleinanleger, die haben die fallenden Preise genutzt und haben das Metall nachgefragt und ob sie jetzt mit den großen Händlern in Deutschland sprechen, ob sie Interviews von der Perth Mint auf Bloomberg sehen, die haben alle eine robuste Nachfrage nach dem physischen Metall gesehen. Also, ganz klar, Investoren sollten unbedingt zwischen dem Terminmarkt und dem physischen Handel unterscheiden. Das, was wir am Terminmarkt an Bewegungen gesehen haben, hat natürlich auch die Verkäufe und die Reduktion bei physisch hinterlegten Indexfonds und ETFs ausgelöst. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar festhalten, dass diese Preistreiber in der Stärke der Bewegung doch zumindest merkwürdig sind und uns alle skeptisch machen sollten. Herdenverhalten und Urinstinkte gelten natürlich auch für Edelmetalle. Wenn Sie auf physischen Beständen sitzen und Sie sehen, die Preise fallen und Sie wollen ein bisschen was veräußern und Sie können das nicht aufgrund der Technik, dann werden Sie sich für die Alternative entscheiden und das ist der Terminmarkt. Und wenn das natürlich auf die anderen Positionen trifft, die ohnehin vorhanden sind, dann geht es eben massiv schnell nach unten und das ist eben die typische Panik, die man immer sieht, wenn Preise mal schnell fallen und sich keiner genau erklären kann, woran es liegt. Aber das kennen wir ja auch vom Aktienmarkt und dem High-Frequency-Trading. Als privater Anleger kann man nur sagen, lehnen Sie sich zurück, Sie können das eh nicht ändern, konzentrieren Sie sich auf das physische Metall. Insgesamt muss man aber auch ganz klar festhalten, dass die großen Volumina, die wir in physisch gedeckten und jederzeit handelbaren Wertpapieren haben, natürlich die Anfälligkeit des Goldpreises auf einem hohen Niveau halten. Weil früher war es schwieriger, sie mussten ins Zollfreilager, sie mussten zum Edelmetallhändler. Dadurch, dass wir durch den Boom der letzten 10, 12 Jahre viele Wertpapiere haben, die durch physisches Metall gedeckt sind, erhöht das natürlich auch die Schwankungsbreite, weil man kann natürlich bedeutend schneller auf den Knopf drücken, um zu kaufen, aber letztendlich natürlich auch zu verkaufen. Meines Erachtens, die wesentliche Message aber hier unten, seit wann kaufen Anleger denn etwas, wenn es billiger wird? Also das ist für mich die doch sehr große Überraschung, muss ich hier offen eingestehen. Wir haben es im eigenen Kundenkreis beobachtet. Es gab keinerlei Verkäufe, sondern Kunden haben vereinzelt in die fallenden Preise zugekauft, zu, ja, meines Erachtens doch ganz interessanten Preisen. Aber das ist wirklich ein Phänomen, was man hier global beobachtet hat. Hier nun die Frage natürlich, ist das ein Kontraindikator? Oder sind die Anleger jetzt so smart? Und hier habe ich momentan auch keine klare Antwort darauf, aber es ist doch mal interessant zu sehen, dass Anleger auch mal kaufen, wenn etwas im Preis fällt. Also kaufen dann, wenn es billiger wird, weil am Aktienmarkt sehen wir typischerweise eher das Gegenteil. Die Anleger kaufen dann, wenn es teuer ist und wenn die Preise zurückkommen, dann möchte man es nicht mehr haben. Schauen wir natürlich nochmal auf Silber. Die Frage ja häufig, ist Silber das bessere Gold? Deswegen hier mal das Ratio, also das Verhältnis von Silber zu Gold. Meines Erachtens zeigt das ganz klar, dass Silber das kleinere Metall ist. Silber ja auch noch ein Industriemetall, hängt dementsprechend ein bisschen stärker an der Konjunktur. Und in Sachen Konjunktur ist man ja momentan skeptisch. Und das erklärt meines Erachtens auch die Risikoprämie, die wir beim Silber momentan sehen. Meiner persönlichen Meinung nach ist Silber attraktiver als Gold. Weil Gold ist eine reine Krisenversicherung und Silber hat auch wirklich echte Nachfrage im realen Leben, also sprich in der Industrie und den Herstellungsprozessen. Und wir sehen momentan auch hier die Extreme in der Bewertung im Vergleich zu den Tiefs, die wir schon gesehen haben, zum Beispiel in den 70er Jahren.
Auch bei den Produzenten des Edelmetalls sehen wir eine zunehmende Divergenz. Hier in Grün der Goldpreis in US-Dollar, in Orange sehen wir einen Minenindex, also sprich einen Index, der verschiedene Minenwerte zusammenfasst, also vergleichbar dem DAX oder dem MDAX, was wir auch in Deutschland kennen. Und wir sehen diese Divergenz, das heißt, die Minen sind zum Schluss nicht mehr mit dem Metall angestiegen. Dass obwohl die Margen ja sich recht positiv entwickelt haben bei den sehr hohen bei den sehr hohen Preisen für die Unze Gold. Und dann sehen wir diesen massiven Abverkauf. Ich glaube, dieser Abverkauf ist hier momentan extrem überzogen, aber nichtsdestotrotz, hier wird natürlich Kasse erstmal gemacht und viele Investoren, die auf kurzfristiges Risikomanagement schauen, die sehen natürlich solche Preisschwankungen, wie wir es beim Gold betrachten mussten, mit Skepsis und reduzieren erstmal ihre Positionen. Ich glaube, dass dieser Trend, dass die Minen schlechter laufen als Gold, vorerst noch andauern wird, was vor allem darin begründet liegt, dass die Skepsis ja momentan bezüglich der globalen Rohstoffnachfrage insgesamt relativ hoch ist und in dieser Skepsis werden eher Bullions, also Unzen gekauft, als jetzt eben hier die Produzenten dieser Edelmetalle. Wenn wir nochmal auf die langfristige Perspektive gehen, dann sehen Sie hier in Blau die offizielle Inflationsrate in Deutschland, jeweils natürlich die Jahresveränderung und in Gold sehen Sie die Rendite einer Feinunze Gold in der Jahresveränderung und Sie sehen es im Endeffekt hier 79,80, extreme Bewegung, Gold rund 130% Jahresveränderung, dann auch die Inflation angezogen. Aber wenn wir es jetzt mal wirklich auch auf die letzten 10, 12 Jahre beziehen, sehen Sie im Endeffekt relativ stabile Balken nach oben. Also Gold hat jedes Jahr positive Erträge generiert. Und das, obwohl die Inflationsrate im historischen Vergleich nicht wirklich als hoch zu bezeichnen ist. Und dementsprechend meines Erachtens auch nur natürlich, wenn hier mal etwas Skepsis reinkommt. Auch wenn natürlich die Stärke und die Geschwindigkeit dieser Kursbewegung nicht nachvollziehbar ist. Aber das haben wir im Teil des Terminmarktes ja mal bereits beleuchtet. Mit einem Märchen möchte ich noch aufräumen, und zwar das Thema, dass Gold ein sicherer Hafen ist. Hier muss man natürlich immer ganz klar sagen, Gold ist kein sicherer Hafen, wenn Sie Preisschwankungen betrachten. Gold ist ein sicherer Hafen, was ihre Funktion als Krisenindikator betrifft, auch als Krisenschutz, aber im Sinne von Preisschwankungen. Deswegen hier mal mitgebracht, auch aus der Vergangenheit, die Unze stand bei 835 und ist innerhalb von 41 Tagen rund 42,3% gefallen. Also das ist doch eine recht massive Bewegung. Auch der Zeitraum hier mit 41 Tagen relativ kurz. Und hier auch im Rahmen der Finanzkrise hat Gold ja zweistellig nachgegeben. Also hier diese Artikel, die sagen, Gold ist kein sicherer Hafen mehr, da können Sie gerne mal in der Kommentarfunktion antworten. Gold war noch nie ein sicherer Hafen. Gold hat immer geschwankt, sogar wie der Aktienmarkt, teilweise noch stärker, sondern Gold hat eine andere Funktion und das ist mit Sicherheit nicht die Stabilität hier im Preis. Gesamtfazit. Ja, hab's eben schon gesagt, Gold und Silber waren und sind keine sicheren Häfen bezüglich der zu erwartenden Preisschwankungen. Grundsätzlich werden natürlich Spekulanten Preistrends verzerren und verstärken. Das gilt natürlich sowohl für Bewegungen nach oben als auch nach unten. Für Sie als langfristiger Investor muss man ganz klar sagen, Sie können es nicht ändern. Sie können sich eher clever positionieren und in Phasen, in denen der Markt übertreibt, sei es nach oben oder nach unten, entweder Absicherung eingehen. Das war ja diese Übertreibung beim Silber, die wir zwischenzeitlich auf 50 gesehen haben. Oder natürlich auch, wenn die Preise massiv zurückkommen, wie das, was wir momentan sehen, auch ja bedingt durch die Terminmärkte, vielleicht mal intelligent und sukzessive in das physische Metall einsteigen, sofern das für Ihre Gesamtvermögensstruktur Sinn macht. Die Funktion als Versicherung gegen Systemkrisen, die ist natürlich intakt. Ich habe Ihnen vorhin einiges gezeigt zum Thema Risikoparameter an den globalen Wertpapier. Börsen. Aber hier muss man ganz klar sagen, das ist immer eine Momentaufnahme und es kann natürlich auch sein, dass die Marktteilnehmer sich irren. Und dann brauchen sie im Endeffekt wieder das Gold als Schutz gegen diese Systemkrisen und von daher gehend die Funktionen nach wie vor erhalten. Edelmetalle sind, wie jede andere Vermögensklasse, auch ein Teamplayer. Hier muss man natürlich ganz klar festhalten, Gold oder auch Gold in Kombination mit Silber und Goldminenaktien ist natürlich keine eierlegende Wollmilchsau, sondern die Edelmetalle spielen ihre Stärken natürlich immer dann aus, wenn sie über eine vernünftig strukturierte Vermögensstruktur befinden. Und da sollten typischerweise eben auch Aktien, auch andere Währungen, inflationsgebundene Anleihen und andere Vermögenswerte enthalten sein, weil die Mischung macht das hier natürlich.
Bei dem Thema Edelmetalle, ich glaube, die letzten Bewegungen haben es gezeigt. Wir müssen ganz klar differenzieren zwischen den Terminmärkten und zwischen dem physischen Handel. Und auch die Terminmärkte werden immer wieder Auswirkungen auf den physischen Handel haben, da sie schnelle Bewegungen erzeugen. Diese schnelle Bewegungen führen zum Bruch von Trend- und Unterstützungslinien. Wenn diese gebrochen werden, werden auch Dachfonds und Hedgefonds auf den Verkaufsknopf drücken. Und da diese in physisch hinterlegten ETFs investiert sind, wird also auch physisches Metall auf den Markt kommen. Und das hat dementsprechend natürlich auch immer Rückkopplungen auf die realen Preise. Das heißt für Sie natürlich, wenn Sie in Edelmetalle investieren, dann sollten Sie zwingend auf eine direkte physische Hinterlegung außerhalb der Kapitalmärkte achten. Alles andere kann geeignet sein, um an einer Preisentwicklung zu partizipieren, seien es irgendwelche Zertifikate, Optionsscheine oder was auch immer der Kapitalmarkt hergibt. Aber wenn es um das Thema Vermögensschutz geht, dann muss es zwangsläufig die direkte physische Hinterlegung außerhalb der Kapitalmärkte sein. Nicht zuletzt hat das ja auch eigentumsrechtliche und steuerliche Vorteile. An der Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Sofern Sie Fragen oder sonstige Kommentare haben, schreiben Sie uns und den Kollegen gerne eine E-Mail. Und Sie wissen, auch das gehört immer dazu in der heutigen Zeit. Der Haftungsausschluss, alles das, was ich gesagt habe, kann natürlich falsch sein. Dementsprechend nehmen Sie es nur als Denkanstoß, um Ihre nächsten weiteren Schritte zu planen. Ihnen einen schönen Tag, bis bald, auf Wiedersehen.